Natürlich wollte ich Weltrekord laufen, ja. Und ich meine, es ist mir auch gelungen. Ja. Es ist der Sport. Bonnie Blair ist 200 schneller gelaufen. Ist natürlich in der Sekunde tragisch, aber es ist nicht so. Ja, na, ich glaube, von Tragik braucht man nicht zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, Sie wollten natürlich auch Olympiasiegerin werden, Christa. Hatten Sie denn geglaubt, dass man so schnell laufen kann, 39,10, 39,12, wie Sie es geschafft haben? Oh ja, doch, ich hatte eigentlich damit gerechnet. Karin, Sie hatten ja nur ein bisschen Pech mit der Außenbahn. Wie war denn Ihre Reaktion? Sie sind ja auch noch eine relativ lange Sportlerin, die da auf der Innenbahn sowieso ihre Schwierigkeiten normalerweise hat. Naja, eigentlich muss ich erstmal sagen, dass ich hier auf dieser Bahn schon im Dezember sehr gut zurechtgekommen bin. Ja. Und ich habe mich eigentlich die ganze Saison an die äußere Startbahn gewöhnen müssen, denn in keinem Wettkampf hatte ich mal das Glück, innen zu starten. Mhm. Und gestern Abend beim 500 Meter Trainingslauf habe ich von selbst schon die Außenbahn gewählt, ohne dass ich die Auslosung wusste. Ja. Und habe dort schon einen sehr guten Trainingslauf hingelegt und hatte eigentlich keinerlei Angst vor der Innenkurve und habe sie auch sehr gut gemeistert. Und ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass ich überhaupt so schnell laufe. Ja. Ja, Sie haben sich ja auch nochmal prächtig gesteigert. Ich glaube, 28 Hundertstel unter Ihrer persönlichen Bestleistung, die lange Weltrekord war. Karin, Sie werden in den nächsten Tagen noch an den Start gehen. Gibt das ein bisschen Mut, wenn man so gut schon über 500 Meter ist? Ja, auf alle Fälle. Also ich bin hier die schnellste Runde gelaufen. Ja. Und das gibt mir natürlich sehr viel Mut, vor allen Dingen für die 1000 und die 1500. Aber morgen stehen für mich erstmal die 3000 und da will ich natürlich auch ganz hoch. Ja, das ist ja für Sie ein ganz schwieriges Programm jetzt, die 3000 Meter und dann nochmal so eine Sprintstrecke wie die 1000 Meter anschließen. Ja, ist aber günstig organisiert. Wir haben 2 Tage Pause und das ist, glaube ich, genügend Zeit, sich zu erholen und auch umzustellen nochmal auf die höhere Frequenz. Ja. Christa, Sie werden auch nochmal am Start sein. Welche Strecken stehen für Sie noch auf dem Programm? Ja, auf alle Fälle die 1000 Meter und eventuell die 1500 Meter.